Sie befinden sich gerade am alten Pfarrhaus von Jessen. An der Fassade des Hauses finden Sie eine Gedenktafel, die Sie an Karl Lamprecht erinnert. Aber wer war eigentlich dieser Karl Lamprecht? Karl Lamprecht wurde am 25. Februar 1856 als Sohn des Oberpfarrers Karl Nathaniel Lamprecht und Emily Auguste Lamprecht geboren. Der kleine Karl verbrachte seine Kindheit in Jessen und besuchte von 1862 bis 1867 die Volkshochschule des Ortes. Das ursprüngliche Schulgebäude wurde 1754 errichtet. 1901 wurde ein neues Gebäude erbaut, welches sich auch heute noch links neben dem alten Pfarrhaus am Markt befindet. Aufgrund der roten Ziegel, aus denen sie besteht, wird die Rote Schule im Volksmund auch die Rote genannt. Heute befindet sich in dem Gebäude eine Musikschule. 1867 verließ Karl Lamprecht schließlich Jessen und ging nach Wittenberg. Dort besuchte er bis 1869 das Gymnasium und danach die Landesschule Pforta bis 1874. Sein Studium der Geschichte, Philosophie, Germanistik und Geographie absolviert er in Göttingen und später in Leipzig. Im Jahre 1878 bekam er sogar einen Doktortitel in Philosophie und 1880 wurde er schließlich Professor für Geschichte an der Universität in Bonn. 1891 gab er den ersten von 19 Bänden seines berühmten Werkes Deutsche Geschichte in Leipzig heraus. Das sollte alles verändern. Lamprecht versuchte, die Geschichte nämlich etwas anders zu erfassen. Er betrachtete nicht nur besondere Personen und Ereignisse, sondern die gesamte Gesellschaft in ihren historischen Zusammenhängen. Gerade die Bereiche Kultur, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Soziales fanden in seinen Aufzeichnungen Erwähnung. Diese Art der Geschichtsbetrachtung war neu für die damalige Zeit, was ihm auch einige Probleme einbrachte. Letztendlich sollte Lamprecht jedoch Recht behalten. Und so bildet seine damalige Arbeit die Grundlage für die heutige Art der Geschichtsschreibung, was schon ein wirklich großer Verdienst ist. Von 1910 bis 1911 war er dann sogar Rektor an der Universität Leipzig. Karl Lamprecht verstarb am 10. Mai 1915 mit 59 Jahren. Sein Grab befindet sich auch heute noch in Schulpforta. Er kann als größte Persönlichkeit Jessens gesehen werden. Seine deutsche Geschichte und damit seine außergewöhnliche Art und Weise, Geschichte zu betrachten, haben ihm selbst einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Und so fand hier anlässlich seines 60. Geburtstages 1916 die Enthüllungsfeier der Gedächtnistafel statt, vor der sie gerade stehen. Zum 100. Geburtstag 1956 wurde dann sogar noch eine Straße in Jessen nach Karl Lamprecht benannt. In Jessen ist er jedoch besonders bekannt durch die Beschreibung des Lebens in seiner Kindheit. In seinem Buch Kindheitserinnerungen entsteht ein anschauliches Bild der Stadt und seiner Bewohner um das Jahr 1860. Meine liebe Heimat ist das Städtlein Jessen. Jessen an der Schwarzen Elster, 5 Stunden südlich von Wittenberg. An der Eisenbahnstrecke Wittenberg-Falkenberg, die einen Teil der größeren Verbindung Hamburg-Schlesien bildet, sodass sogar schnellere Züge auf ihr fahren. Wie aber soll ich nun dich, mein liebes Jessen, schildern, wie in den Geist einführen, der dich beherrscht und in dir herrscht? Jessen ist angelegt, als wenn es einmal der Aufenthaltsort von vielen tausend fleißigen Bürgern werden sollte. Der Markt, der Mittelpunkt alles Weiteren, wird ungefähr die Größe des Leipziger Marktes haben, wenn er nicht gar größer ist. Die ganze eine Seite des Marktes wird von geistlichen Dingen eingenommen, denn neben der Kirche steht die Pfarre und das Diakonat und hinter ihr erheben sich die Schulhäuser, gleichsam die geistige Monität des Städtleins. Auf der anderen Seite des Marktes sind dagegen weltliche Dinge, vor allem die städtische Behörde, untergebracht. In einem stattlichen Hause, das als einziges zweistöckiges Haus des Ortes mich als Kind immer mit besonderem Staunen und einer Art natürlichen Respekts erfüllte. Die beiden Seiten des Marktes, zur rechten und zur linken, sind den Bürger vorbehalten, die eine Seite dem Gastwirt, dem Apotheker und einigen kleinen auszüglerischen Kapitalisten, die andere Seite dem Bäcker, dem besten Materialwarenhändler, dem Kirchner und anderen vornehmen Gewerben. Geht man in der Richtung der Langen Straße über den Markt weiter, so öffnen sich an dessen gegenüberliegender Seite als rechts und links von der Kirche 2 Straßen, deren eine still, schmal und als Verkehrsweg verkümmert, in die geistliche Immunität einführt, während die andere breiter gehaltene, einigermaßen belebt,
da und dort mit Nussbäumen ausgestattet, in der Zeit meiner Kindheit zu einer alten Burgruine führte, in der ich mich gern und häufig umsah.